Hello, Ladies and Gentlemen, und willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4, die Einhorn Baby Challenge. Wir sind hier mit Fabian immer noch auf geheimer Mission und was machen wir? Wir durchsuchen das Internet, Freunde, denn wir haben das Heilmittel, wenn ich mich richtig erinnere, nur auf einen Sim geschmissen und das hat dann so, naja, semi-funktioniert. Aber hey, ja, was wollte ich hier überhaupt machen? Wir gehen mal nach Hause, weil ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, wir brauchten noch einen Verbündeten. Ich glaube, wir mussten die ganze Scheiße nochmal machen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Aber wir hauen erstmal nach Hause ab, weil Fabian geht's unglaublich bescheuert und Mike hat bald Geburtstag. Ich wollte ihn eigentlich nicht altern lassen, solange die anderen noch da sind, aber Mike möchte älter werden. Das heißt, wir müssen langsam ein bisschen Hackengas geben. Die 100-Baby-Challenge vernachlässige ich total. Ich muss hier Babys produzieren am laufenden Fließband und ich bin einfach nicht in der Lage, dies zu tun. Ja, that's my life right now. Okay, so, nee, wir müssen uns jetzt ein bisschen zusammenreißen hier und dies und das und jenes und, ja. Gut, gut, gut. Züge fahren vorbei. Hier ist Schnee. The freaking... Was? Nein! 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 Nicht ehrlich jetzt. Vor allen Dingen... Sie guckt gerade auch aus dem Fenster, oder nicht? Nee, sie guckt, glaube ich, Fernsehen, aber das ist ja herbe lachkig, ey. Nein! Oh, bitte nicht, der ist der Einzige, der ordentlich Geld verdient. Ich wollte doch die Geheimnisse von Strangerville lösen. Oh. God damn it. Ja, das war's jetzt. Wenn der jetzt schwanger zurückkommt, ne? Zählt dann das Baby als von... Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil es gibt ja auch dann die Möglichkeit, dass er dann das Kind austrägt. Aber ich glaube, das zählt dann nicht, ne? Ja, komm, du kannst das mehr... Altern. Mehr. Super effiziente Babypflege. Geh älter werden. Ah. Mein Gott. Los. Du musst da weggehen. Geh weg. Und du kannst gerne älter werden. Luisa, mach das Baby älter. Ich krieg gleich einen Schlaganfall hier. Kann das bitte älter werden? Ja, vielen Dank. Dann haben wir das jetzt auch erledigt. Ja, komm, wir machen mal random. Anhänglich und, ja. Passt schon. Es ist anhänglich, das Kind. Na, super. Anstrengender hätte ich es mir nicht machen können. Wir haben 3000 Simoleons, wir können uns eigentlich so gut wie gar nichts leisten. Das ist ein fettes Problem. Was machst du eigentlich? Genau, ach stimmt, mit dir waren wir ja am Casting verkacken die ganze Zeit, ne? Da war ja was, das habe ich ja total... Oh. Ich würde das gerne wie Steph... Wie heißt sie? Steph Simmo? Steph Simmo, glaube ich, heißt sie. Unglaublich gute YouTuberin. Ich finde ihre Videos, die sind einfach... Muah. Wirklich. Feier ich unnormal. Was ist das hier? Okay. Feier ich wirklich unnormal. Also wirklich bravo. Die macht so geile Videos. Also ehrlich. Und ich hätte das so... Ich würde das gerne wie sie machen. Einfach gebären, 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 gebären. Mit irgendwelchen Monstern, dass sie 6 Kinder auf einmal kriegt. Und dann raus... Das würde ich nämlich auch mal gerne machen, wenn wir die 100-Baby-Challenge hier geschafft haben, würde ich ganz gerne ihre Video-Day auch mal machen, und zwar die 100-Baby-Challenge innerhalb von 24 Stunden, dann sind aber auch Mods erlaubt, und ja, auf jeden Fall andere Voraussetzungen, ich habe hier voll die bescheuerten Voraussetzungen, warum willst du, guck mal, wir haben doch jetzt bald wieder ein Casting, oder nicht? Bist du zurück? Oh, Fabian ist zurück. Bist
Ist bei dir alles okay? Was ist das? So. Charisma-Fähigkeit. Komm, wir nehmen mal das. Und jetzt wirst du Schauspielen üben. Ist das jetzt die Schauspielfähigkeit? Tatsächlich. Die brauche ich aber ja eigentlich überhaupt nicht. Ich brauche Reden üben. Ich brauche die Charisma-Fähigkeit. Für das Casting, verdammte Hacke, aber auch. Ja, guck mal, Level 1 haben wir schon, ne? Brauchen wir nur noch Level 2. Ich hoffe, das kriegen wir dann jetzt auch irgendwie mal hin. Fabian. Was willst du? Willst du... Komm zurück, stell dich jetzt hier nicht so an. Ich weiß, du bist ein bisschen durcheinander und alles und jenes und schieß mich... Oh Gott, du bist ja richtig fertig, ey. Geh schlafen, Junge. Geh einfach ins Bett. So, wir werden jetzt hier einmal mit Luisa... So, ich muss einmal ganz kurz abchecken, was die Kinder können, was sie lernen müssen. Clary muss, glaube ich, immer noch das Toilettchen lernen. Ja, das Töpfchen hat Larry... Larry! Oh mein Gott. Hat Clary fast erlernt. Und das ist auch gut so. Kann sie selber gehen? Aufs Töpfchen gehen? Ja! Geh aufs Töpfchen, du musst das lernen! Geh aufs Töpfchen, geh aufs Töpfchen! Was ist das eigentlich für ein Hipster-Kind hier? Was ist das? Was ist das? Was ist damit passiert? Ach, ist mir auch voll egal eigentlich. Das kann auch so bleiben. Ach, Mensch. So, Clary, geh kacken und dann ist gut. Und du gehst... Vielleicht solltest du einmal eventuell auf die Toilette gehen und dann eventuell schlafen. Ich glaube, das könnte das Ganze einfacher machen. Hast du die Charisma-Fähigkeit auf Level 2 erworben? Nein, natürlich nicht. Das war die verspätete Benachrichtigung für Level 1. Oh, das waren. Ey, Sims 3 war irgendwie aber schon mit den Fähigkeiten sehr viel cooler, ne? Hat man das wirklich richtig intensiv gelevelt? Bist thick geworden, hör mal, Fräulein. Also, das steht hier, aber warst du immer schon so? Na, who cares? So, was wollte ich? Fabian wollte ich. Gehst du bitte das woanders machen? Geh woanders aufs Klo. Das war jetzt nicht euer Ernst, Leute. Ihr kriegt unten und oben das Ganze jetzt nicht hin, oder was? Luisa, geh einfach unten auf die Toilette. Und Clary, wenn du gleich die verdammte Level 3 geschafft hast, werde ich dich direkt altern lassen. Du bist so im Verzug. Du bist so hängen geblieben. Oh, Mann. Nein, 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 Clary. Ist nicht. Ist nicht. Ja, hast du gut gemacht. Freue ich mich für dich. Aber mach weiter. So, lern das Töpfchen zu benutzen. Lern das Töpfchen zu benutzen. Lern das Töpfchen. Guck, mach das wie Mama. Benutz das verdammte Töpfchen einfach. Benutz es, lerne, level. Oh mein Gott, das levelt nicht. Warum levelst du denn überhaupt nicht? Level die Scheiße noch endlich. Ich könnte ausrasten, ich hasse sowas. So. Ey, doch, das levelt, aber irgendwie wird das mir nicht angezeigt. Auf Boden Nickerchen machen, das kannst du später machen. Nimm da einfach das letzte Plätzchen hier weg. Komm, bitte, 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 bitte. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Du musst aufs Töpfchen nochmal gehen. Von mir aus kannst du auf dem Töpfchen einschlafen, das ist mir voll egal, aber du wirst das Level 3 erreichen, verdammte Hacke aber auch. Warum kümmerst du dich eigentlich permanent um die Kinder? Luisa, was soll denn der Scheiß? Nein, du musst schlafen gehen. Du hast keine andere Möglichkeit. Du bist fertig und du musst den Scheiß hier lernen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie ist Level 3. Sie hat Level 3 geschafft. Sie hat Level 3 wurde erreicht. Wir müssen einen Scheißkuchen schnell backen. So, wir Kuchen backen jetzt. Schnell. Aber schnell jetzt hier, Luisa, du musst den verdammten Kuchen gebacken bekommen. Und warum zur Hölle schläfst du nicht einfach vernünftig in deinem Bett? Ah, ihr macht mich alle fertig. Ihr seid wirklich so anstrengend. So, und du hast das Level schon längst erreicht. Warum levelt das nicht? Ah! So, hier.
Sobald Sheila eine Teenagerin, nee, sobald, okay, ab Sheila die Generation, werden wir ausziehen lassen. Ich schmeiß die einfach raus. Wir brauchen, also die beiden hier, die sind, also, wobei wir können Fabian auch ausziehen lassen, sobald er eigentlich die Geschichten von Strangerville erforscht hat. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen. Und deswegen mit ihm möchte ich auf jeden Fall die Story zu Ende spielen. Und dann ist ja hier auch Julia da, die auf jeden Fall fürs Geld sorgen kann. Und dann, ja, eigentlich würde ich, ach, ist mir egal. Wir gucken noch, wie wir das machen. I don't give a shit. So. Erfolgreich würde ich mal behaupten, ist sie am Kochen. Theoretisch könnte sie richtig, 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 richtig... Okay, stopp, stopp, bevor ich jetzt zu Ende rede. Geburtstagskerzen hinzufügen. Sie könnte richtig geil Köchin sein oder Malerin oder irgendwie in die Schreibkarriere gehen, weil sie hat die Levelfähigkeiten einfach richtig dafür, ne? Kerzen... Mit dieser Aktion wird das Sim älter... Mehr Auswahl. Helfen, Kerzen auszupusten. Clary! Clary darf älter werden. Finally! Ah. Die hat mir wirklich echt jeden letzten Nerv geraubt, weil ihre Schwester ist ja schon längst älter geworden und... Oh. Sehr gut. Jetzt auf. Hat das einen Grund, warum... Warum ist das hier schon so voll und da nicht? Ja, Happy Birthday, Clary. No one cares, obviously. Clary ist älter geworden. Bestreben und Merkmal wählen, um Merkmal zu ersetzen. Zufall. Oh, wir haben ein böses Kind. Und da muss ich jetzt auch Zufall machen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Machen sozial. Liebling, nein, wir sind doch nicht Liebling der, wir nehmen hier mental. Mental sind wir krass. So. Clary ist ein böses Kind geworden und älter und hat einfach mal voll den Busch auf dem Kopf, aber hey. Endlich haben wir sie älter gekriegt. So. Du bist hier immer noch nicht ansatzweise ausgeschlafen. Warum ist der eigentlich? Wir können ihn bewässern, ne? Aber welches Level sind wir denn von der Gartenfähigkeit? 7. Ich glaube, mit Level 10 kriegen wir den aber erst dazu, dass der macht, was wir wollen. Okay, Was willst du denn? Geh doch hier schlafen. Nee, nicht sitzen. Geh doch da schlafen. Immer noch nicht. Ich glaube, es hackt. Doch. Das Ding ist einfach nur kaputt. Okay. Guck mal, Level 2. Alles gut. Kannst du schlafen gehen. Wann ist denn dein Casting überhaupt? Beginnt am Montag. Okay, okay. Das ist Level 2. Charisma-Fähigkeit haben wir. Schauspielfähigkeit haben wir Level 1. Vielleicht wird das sogar unser Durchbruch. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Eigentlich könnten wir, wenn die alle älter sind, könnten wir die alle in eine Gruppe packen. Und die Gruppe liebt dann zum Beispiel malen oder werken oder ja, Gartenarbeit. Und dann werden wir alle Gartenarbeit machen oder werken oder malen. Um einfach Geld zu verdienen, weil dann kriegen wir, also das ist ja dann schon ordentliches Geld, wenn man dann ein paar Stündchen malt einfach mal. Du bist ja auch so fertig, geh Kuchen essen. Warum bist du traurig? Du bist müde. Ja, dann geh doch schlafen. Ist doch hier dich, hindert doch keiner hier schlafen zu gehen. Wer bist du überhaupt? Ja, Name. Mike. Okay, von welchem Vater bist du? Ist das dein Vater? Freund. Vater, doch, aha. Okay, der Christian ist sein Vater und Christian ist offensichtlich ein Alien. Und das heißt, du bist auch ein Alien-Kind. Nee, bist du nicht. Sonst wärst du ja ein blaues Baby gewesen. Naja, egal. Ach, Clary, dann
Geh mal vernünftig schlafen hier. Wenn du schon... Sie ist jetzt die Erste, die hier unten schlafen muss. Naja, selbst schuld, du hast so lange gebraucht in deiner Entwicklung. So. Lecker am Essen, lecker am Essen. So, jetzt muss ich einmal deren Fähigkeiten hier checken. Fähigkeiten wollte ich checken, nicht Level 1 im Denken. Töpfchen auch. Komm, ihm geht's... Okay, ihm geht's beschissen. Er muss hier gebadet werden und er hat auch Level 1 im Töpfchen. Dann skillen wir mal ihm direkt hier alles hoch. Das war jetzt Pizza, ne? Ja, genau, Pizza. Baden, und zwar Pizza werden wir jetzt einmal baden und danach werden wir Pizza das Töpfchen beibringen, sobald wir es sauber gemacht haben. Ist ja ekelhaft. So. Ich würde dann sagen, ich beende die Folge für heute und würde sagen, in der nächsten Folge sind wir dann mal wieder in Strangerville unterwegs. Bis dahin, euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!